Walker, wir sind tot, wenn du nicht ans MG gehst. Ach so, ich muss ans MG. Ja. Dumm muss man sein. Augen auf den Frachtcontainer! So. Feind im Anmarsch! Ausgeschaltet! Oh mein Gott. Oh Gott, Scheiße. Oh Gott, so viele Leichen. Was haben die hier gemacht? Was habt ihr hier gemacht, ihr? Sind Sie noch bei uns? Lieutenant Daniels. Bewusstlos. Gebt Bescheid, wenn er wieder zu sich kommt. Dann geht's weiter. Ja, Sir. Kann man hier weiterlaufen? Nein, wahrscheinlich nicht. Die haben ihre eigenen Leute gekillt? Die sind davon an. Ich dachte, ich schaff's ganz ohne zu schreien. Beim Sandboarding ging's noch halbwegs. Hab mir auch noch auf die Zunge gebissen, als die Messer dran waren. Aber beim Feuer, verdammt, da habe ich nur noch geschrien wie am Spieß. Enttäuschend. Aber jetzt kenne ich das Gefühl, zusammenzubrechen. Als meine Haut kokelte, hätte ich Vater und Mutter getötet, nur damit es aufhört. Jeder Rebell vor mir wird diesen Schmerz kennenlernen. Und wenn er zusammenbricht, werden wir wie Brüder sein. Wir haben dem Tod ins Auge gesehen und haben gezuckt. Losgegangen. Du hattest recht, Walker. Ich hätte lieber Unrecht. Also, das sind wohl alles gefolterte Rebellen gewesen. Ja. Nachladen kann ich nicht. Hey, was ist denn los? Vorsicht, die werden warten. Lade nach. Hier ist kein Mensch. Captain, auf der Treppe! Ich seh's. Ich fürchte... Wenn das Daniels ist, dann ist der Mann schon längst tot. Ja. Das war eine Falle. Scheiße, was ist hier los, Logo? Keinen blassen Dunst. Wow, Rückkopplung. Identifizieren Sie sich. Wer zum Geier seid ihr? Captain, fick dich ins Knie. Tja, Captain. Diese Falle war für einen Fuchs namens Gould bestimmt. Sie sind nicht Gould. Sehen Sie, ich weiß nicht, wer Sie sind. Keiner weiß das. Das ist gefährlich. Ach ja, und für wen? Für alle. Ich meine mal ehrlich. Ihr habt doch nicht geglaubt, wir lassen euch hier einfach reinspazieren. Doch, haben wir. Wir suchen Überlebende. Tja, ihr habt was gefunden. Schöne Scheiße, was? Los geht's, Jungs! Oh mein Gott. Captain Walker! Was zur Hölle? Da oben! Das ist gut! Verschwindet!
weg! Okay, wir sollten nicht rennen, wir sollten uns vielleicht... Wenn ihr raus wollt, dann tut, was ich euch sage. Ist das klar? Kommt drauf an, wer sind Sie? Ich bin Agent Gordon, CIA. Sie sind Captain Walker, Delta Force. Woher wissen Sie, wer wir sind? Ich weiß, wie das Captain, aber jetzt ist keine Zeit zum Reden. Nachladen. Scheiße. Wo muss ich? Da hinten muss ich hin. Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Das wäre jetzt natürlich. Komm jetzt noch. Hey, wenn dir was Besseres einfällt, nur raus damit! Los, kommt mit! Da kommt einer mit einer Schrotflinte! Nach und nach, gib mir Deckung! Er ist ungedeckt! Bedrohung eliminiert! Okay. Mag ich überhaupt nicht. Einer ohne Deckung, leg den um! Gegner ist tot! Hab einen! Vorrücken! Gould ist nicht das Ziel! Wiederhole! Gould ist nicht das Ziel! Viel Bleib! Schalten Sie aus! Aufbauen! Hinterher! Verdammt! Lage bewegen! Adios! Komm schon, nachladen, schön.
Sie wird nervös! Feuer! Angriff! Rettung! Oh mein Gott! Juhu! Lauf einfach zu! Ich liebe dich! Wie kann man denn da nicht... Ja, das ist klar, dass diese mit dem Messer... Feind in Sicht, greifen wir an! Freebird! Angriff! Rettung! Los! Nein! Los hin! Achso, es geht weiter. Sind das jetzt die Gummibären? Ausgang vor uns! Los! Oh nee. Nein! Weiter! Oh mein Gott! Okay. Wie sieht's aus, Logo? Er kann gehen, aber es tut weh. Willst du Morphium? Nein. Ich will den Kopf klar haben. Okay, dann halt still. Bin gleich fertig. Was denkst du, Walker? Ich denke, dass wir in einem scheiß Kampfgebiet gelandet sind. Beeindruckend, dafür, dass die Stadt angeblich unbewohnt ist. Ganz genau. Vielleicht Zeit zu verschwinden. Hab ein Transportteam gerufen. Es sind 8 Meilen offene Wüste von hier bis zur Sturmwand. Die Helis würden uns sofort erwischen. Bleibt nur, dass wir uns an Gold dranhängen. Sollen wir uns wirklich mit der CIA zusammentun? Wir haben keine Wahl. Ihr seht, was mit der 33. ist. Der Captain hat recht. Die Damned sind außer Kontrolle. Man muss sie stoppen. Klar. Aber können wir denen trauen? Gold hat sein Leben für uns riskiert. Ich vertraue ihm. Was ist mit Conrad? Es geht nicht mehr nur darum, Conrad zu finden. Wir müssen das Richtige tun. Also, Adams. Dein Auftritt. Ganz wie du meinst. Captain Walker, finde einen Ausweg. Ich höre Sie. Kapitel 7. Die Schlacht. Hatte schon Angst, wir haben euch verloren. Wir haben ziemlich was abgekriegt, aber wir leben. Gut, wir brauchen hier jede Hilfe. Was geht hier ab, Agent? Der Wahnsinn, Captain. Wir sollten für die CIA Überlebende suchen. Und fanden eine Stadt, die sich zerfleischt. Irgendwelche Hinweise auf Conrad? Nein, nicht, dass ich wüsste. Das heißt, er sei noch am Leben. Aber wenn ja, versteckt er sich irgendwo. Verdammt, da kommt ein Heli! Vorsicht! So. Und ich Logo, würde sagen, stell die Verbindung das wieder her. Geht nicht. Signal ist tot. Vorsicht! Das machen wir morgen zusammen. Und heute wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das zusammenschneiden werde. Wahrscheinlich 10, 15 Minuten Parts draus machen. Ich habe das jetzt ja alles an einem Stück aufgenommen. Aber trotzdem, bis morgen.